Yo, meine Leute, und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Und diesmal machen wir die Event-Quest weiter. Und zwar habe ich es leider einen Tag verpennt vor allem, ne? Verpennt, und deswegen kommt es leider einen Tag später statt jetzt gestern, weil eigentlich wollte ich es gestern hochladen. Und naja. Passiert ja, dass ich was vergesse, ist ja nichts Neues. So, dann machen wir die mal auf jeden Fall und dann schauen wir mal. Also ich habe schon gesehen, wie die Häuser ungefähr aussehen sollen. Und zwar richtig. So, dazu kommen wir gleich. Haben wir nicht gesehen, sage ich mal so. So, also wir machen immer die Quest weiter und dann schauen wir mal. Dann schauen wir uns das nochmal genauer an. Vielleicht sehe ich auch nochmal in einer Stadt irgendwo jemand, der ja das ähnliche Haus hat. Weil diesen Fino, den kennt man ja irgendwo, ja. Aber machen wir alles gleich ganz in Ruhe. Erstmal fahren wir wieder 10 Stück Glitzerstaub und dann nochmal 10 Köpfe. Glatzköpfe? Ne, warte mal, was haben wir denn da? Ne, die wollen wir nicht haben. Glitzerstaub, da doch Pilzkopf. Ja, nix Glitzkopf hier. Weiter geht's. Nehmen wir die. Okay, der farmt wohl Kräuter oder. Ja, wie es aussieht, ja. Das stört uns aber nicht so sehr. Wir wollen ja nur die Grünlinge haben. Dann schauen wir mal. Natürlich gebe ich auch wieder meinen Senf dazu ab, was ich dazu jetzt im Nachhinein finde. Ne? Aber das ist auf jeden Fall positiver als jetzt. Ja, ich sag mal so, die Geburtstagsquest, weil die war wirklich ein Reinfall. Sag ich so, wie es ist. Verbrauchten wir das gleiche zweimal. Ne, ich fange damit nicht nochmal an. Ich fange damit nicht nochmal an. Dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen. Ja, ich muss mal schauen. Ab Montag bin ich wieder am Arbeiten. Mit den Leistungen hat es letzten Tagen leider nicht so sehr geklappt, weil ich auch nicht so viel. Ja, frei in der Bude hatte, wie ich gedacht hätte. Ich habe gedacht, ich komme vielleicht ein bisschen mehr voran, aber nee. Also müssen wir mal schauen, dass wir da vielleicht so ein paar einzelne Folgen machen. Wo ich vielleicht ein bisschen nochmal weiter level. Da muss ich auch schauen, dass da jeweils ein Mechaniker Klopper ist und dass wir da Glück haben. Aber machen wir. Machen wir auf jeden Fall. Und trotzdem, ne? Muss ich eines sagen. Danke euch für den Support. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Auch wenn ich jetzt so, ja, nicht so regelmäßig was hochlade. Aber wenn ich was hochlade, dann seid ihr auch voll da. Also vielen Dank dafür, ne? Man muss sich ja bedanken. Ist halt so. Das Leben ist halt nicht geschenkt, ne? Und nur durch euch kann ich vielleicht, so wie ich in den Kommentaren mal gelesen habe, nur durch euch kann ich auch größer werden. Also teilt das Video, alles mit dem Drum und Dran, dann können wir größer werden. Das ist halt. Also, ich kann es mir das nochmal erläutern. Das ist halt. Weil ich finde, irgendwie, das Leben wird einigermaßen vorgeplant. Was passieren soll. Ist natürlich wieder. Ja, das ist wieder halt so ein komplexes Thema. So wie in der Matrix, sagen wir mal so. Also ich finde, wir leben zum Beispiel in der Matrix und da wird alles vorgeplant, was alles passieren soll im Endeffekt. Wie die genauen Abschnitte sind, ist eine andere Sache, aber so der größte Teil wird bestimmt, was passiert. Pro den einzelnen Tag im Endeffekt, ne? Und ich sag mal so, vielleicht kann es passieren, dass ich irgendwann mal größer werde, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Aber man soll halt im Endeffekt immer noch merken, man macht es für sich. Dass das nicht wegen dem Ruhm oder was weiß ich was, sondern dass man selber Spaß daran hat. Das ist halt das Wichtigste, zumindest für mich persönlich. Man soll es machen, man soll selber daran Spaß haben und nicht das machen, nur um größer zu werden, um Erfolg zu haben, weil dann ist man erst recht auf der falschen Stelle. Sag ich ganz ehrlich. Und dann kommt, das kommt halt alles mit der Zeit. Zum Beispiel, wo ich angefangen habe, wann war denn das? Oh, das war ja, ist schon 2018, letztes Jahr. Ja, doch, letztes Jahr habe ich angefangen mit YouTube wieder. Da habe ich ja, da war ich ja aktiv, dadurch wegen Schule. Und ich habe ja angefangen mit 64 Abonnenten. In 1,5 Jahren habe ich halt, bin ich jetzt bei 300, ich glaube bei 310. Bin ich ja jetzt. Und das ist, ich sag mal so, ich hätte das nicht gedacht. Sag ich ganz ehrlich. Weil ich habe es auch nur angefangen, wieder, weil ich Lust darauf hatte, wieder Videos zu produzieren und vielleicht ein, zwei Menschen zu unterhalten. Weil es gibt ja Leute, die schauen sich regelmäßig meine Videos an. Morgen.
Und wenn ich schon diesen Menschen unterhalten kann, dann habe ich schon mein Ziel erreicht, warum ich das überhaupt mache. Ein, zwei Menschen würden schon völlig ausreichen, aber ich habe halt nichts dagegen, wenn mehr zugucken. Ist halt so. Hat ja keiner was dagegen. Vor allem auch in den Livestreams ist das schöner, weil dadurch wird der Chat belebter. Die Leute schreiben, man kann sich mehr unterhalten, als wenn man alleine da irgendwie rumhockt, ne? Und irgendwas vorquatschen muss, wie ab und zu in diesen Folgen. Da muss ich halt schauen, worüber rede ich jetzt? Und ein Livestream ist halt, ich sag mal so, in einem Livestream ist man halt mehr mit der Person zueinander, ja, verknüpft. Kann man so sagen? Gute Frage. Halt dadurch, dass man den Live-Chat hat und man halt schneller eine Antwort bekommt. Das ist halt viel direkter und macht halt im Endeffekt auch mehr Spaß, wenn man die Leute dazu hat. Und da freue ich mich jedes Mal, wenn selbst ein, zwei Leute dazu kommen, mit denen man sich kurz unterhalten kann. Weil dann merke ich, guck mal, die schauen rein, die sagen kurz, hi, hier bin ich, alles fresh bei dir und dann müssen die auch schon los. Das ist mir auch, ja. Guck mal, haben wir jetzt neun. Ach so. Ach so, ja. das passt alles, neun ist richtig. Na, dann sehe ich ja trotzdem, dass die Person Interesse hat. Auch wenn die mal oder die nachdem beschäftigt ist oder so, dann kommt sie ja trotzdem rein in die Leistung und sagt kurz Hi. Weil das ist halt ein schönes Gefühl im Endeffekt. Wenn man als Livestreamer sieht, dass es Leute gibt, die einem gefällt oder als YouTuber. Und das im Endeffekt gibt auch mehr Motivation, wie ihr vielleicht von manchen YouTubern hört, dass man mehr Videos macht und so weiter. Stimmt auch. Aber dann ist natürlich die Frage, ob die Zeit da ist. Bei manchen ja, bei manchen ja weniger, ne? Ist halt leider dann immer so eine Sache. So, machen wir eben nochmal kurz eine Folge zu Ende. Genau, machen wir kurz die Folge zu Ende. Also, das ist halt immer so eine Sache, ne? Das ist halt auf jeden Fall für einen YouTuber, Livestreamer dann halt auf jeden Fall ein schönstes Feedback, was man geben kann. Wenn man sieht, dass die Leute sich aktiv beteiligen, das ist schöner als Geld, das ist schöner als. Ja, was ist denn schöner? Das ist eine gute Frage. Ach man. Vielleicht hast du wieder nicht eine Antwort. Ja, auf jeden Fall, ne, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und genauso ist es halt mit Likes und Dislikes. Weil eigentlich der Sinn dazu ist ja, Likes zu geben, ist ja, das Video hat einen gefallen. Und dazu ist ja meistens auch die Kommentarfunktion da. Wieso, weshalb, warum das so ist oder für Feedback. Genauso wie die Dislike-Funktion, die ist ja dazu da, damit die Person weiß, okay, das Video hat einem jetzt nicht gefallen. Da kann man ja trotzdem hinschreiben, wieso, weshalb, warum. Weil wenn die Leute einfach nur hinschreiben, ja, ich gebe ein Like, ich gebe ein Dislike ohne einen Kommentar, dann weiß ich nicht, warum das so ist, woran es liegen könnte. Stimmt etwas am Video nicht? Stimmt etwas an meiner Aussprache nicht? Oder woran genau? Ja gut, an der Aussprache kann sich sowieso schlecht was ändern. Das geht ja schlecht. Aber trotzdem möchte man ab und zu wissen, warum man ein Dislike bekommen hat. Ist halt so. So, wir sind bei 5 Stück. Weil ich sag mal so, wenn ich die Videos im Gegensatz zu früher angucke, die Mikrofonqualität hat sich auf jeden Fall gebessert, weil ich habe früher mein Headset aufgenommen und das war. Ja, obwohl es ein gutes Headset war, war es trotzdem mit Aufnahmen scheiße. Ich weiß nicht, warum das so war. Weil auf dem DS hat sich das irgendwie für die gut angehört oder so. Aber wenn ich eine Aufnahme gemacht habe, war es katastrophal. Ja gut. Dafür ist es mit diesem Mikrofon nicht so. Ist halt etwas teurer, aber dafür haben wir eine bessere Qualität. Im Endeffekt. So, komm, 3 Stück brauchen wir noch. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Gut, zum Pad habe ich die gleiche Meinung. Wofür brauchen wir so viele scheiß Pads? Das ist unnötig. Chaka. Oh, immer noch nicht. Mensch, das gibt's doch nicht. Komm schon, das ist nur noch eins. Nur noch ein einziges brauchen wir. Perfekt. So, dann gehen wir die Quest eben schnell ab. Und dann schauen wir uns das Meisterstück mal an. Also wieder, ne? Wenn ihr das macht, gebt mal Like oder Dislike und dann meistens einen Kommentar dazu, wieso, weshalb, warum. Weil das. Gut, oder wenn halt nicht, wenn. Ja gut, bei Likes ist halt so eine Sache, das Video gefällt einem. Da kann man ja nichts mehr verbessern, ne? Aber bei Dislikes möchte ich auf jeden Fall gerne wissen, warum, wieso, weshalb. Weil ansonsten kann ich Dislikes nicht wahrnehmen. Es ist halt so. Die Dislikes, die kann man ja nur wahrnehmen, wenn man auch Verbesserungsgründe hat. Und weiß, wieso, weshalb, warum das so passiert ist. Oder was man im Endeffekt verbessern könnte. Ne? Ist ja so eine Sache. Aber Hater gibt es ja überall.
die gerne Videos disliken, aber ich sag mal so, jeder Dislike ist trotzdem eine kleine Unterstützung wert. Also, habe ich kein Problem damit. Im Endeffekt so betrachtet, ne Leute? Ja, ja. Gut, dann gehen wir die Quest eben schnell ab. Bei wie viel Prozent sind wir eigentlich? Bei 17%. 3 Level Mechaniker müssen wir machen. Schauen wir mal. Wir schauen mal, wann wir die machen. Da hat jemand ein Level abbekommen. AGW. Abgeben, abgeben. Dann haben wir 10. Dann können wir die Quest da hinten bei dem Typen abgeben. Genau, bei Alois. Quest beenden, so. Dann schauen wir uns mal hier an. Wir haben hier, fangen wir mal mit dem Pet an. Das ist wieder für beidseitig. So, wollen wir immer vom Reit hier runter. So, fangen wir an. Wir haben Mini-Yeti bekommen. Toll, was soll ich denn jetzt mit diesem Ballon machen? Gut, ich kann ihn vielleicht so austauschen. Dann habe ich hier meinen 11. Ballon. Was bringt mir denn das, wenn ich vielleicht auch den 10. Ballon haben möchte? Das ist scheiße. Das ist ganz ehrlich scheiße geregelt. Pet funktioniert natürlich nicht. So, plus 2, plus 2, plus 2, alles das gleiche. Also, können wir rein theoretisch zerstören, weil es für mich keinen Unterschied macht, was ich jetzt hier für scheiß Pets habe. Das juckt mich null, ganz ehrlich. Dann fangen wir weiter an. Wir haben das Haus. Okay, jetzt wo man das Bild kennt, ne, wir haben hier einen pinken Schleim, blauen Schleim, wir haben hier eine Fino und Gamigo. Ich dachte jetzt, das wäre ein Haus. Das heißt, dass hier vielleicht so ein pinkes Licht wäre, hier wäre ein blaues Licht, dachte ich zuerst. Wechseln wir mal um, das sieht man aber hier besser und wir schauen uns das Ganze mal an. Jetzt haben wir hier ein Fino im Endeffekt, darüber steht Gamigo, wir haben hier einen blauen Schleim, einen pinken Schleim und er tanzt Macarena. Dann schauen wir uns mal das ähnliche Haus an, also im Endeffekt, Haus ist eine schöne Idee, habe ich kein Problem mit, weil ich sag mal so, obwohl ich schon so lange spiele, habe ich auf keinem Char ein Haus. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht woran das liegt. Gut, jetzt durch die Geburtstagsquest bekommst du auf jeden Fall ein Haus, das habe ich schon gesehen, aber... Wir schauen mal eben, das ist eine gute Idee. Kann man machen. Habe ich kein Problem mehr mit dem Haus? Hm, haben wir hier einen ähnlichen Fino-Haus? Ganz zufällig, den wir vergleichen können. Als ob keiner um diese Uhrzeit so ein Haus hat. Nee. Keiner hat um so eine Uhrzeit so ein Haus. Okay, schauen wir mal weiter. Es gibt ja mehrere Städte hier. Ärger 2. Dann gucken wir hier nochmal kurz drüber, ob wir hier was finden. Aber hier genauso wenig. Okay, dann auch nach Elde. Vielleicht hat ja dort jemand das Haus. Zur Sicherheit vielleicht. Schauen wir mal nach. Weil einfach nur, um das Haus mal zu vergleichen, wie das aussieht. Damit man beide Häuser so vom Auge hat. So, da hat einer auf jeden Fall dieses Haus hier. Ah, guck mal, hier. Dann, ich muss mal schauen, wie wir das am besten machen. Machen wir das am besten mal hier so. Genau, so kann man das am besten sehen. Also, wir haben jetzt hier den Fino. Der Fino ist gleich mit dem... Gut, unsere Tanzplatte steht schräg, seine steht längs. Wir haben bei uns Gamigo drüber. Ich weiß nicht, wie das beim Verkauf aussieht. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Weil der einzige Unterschied ist, der geht mit dem Mikrofon, der hält das Mikrofon fest und geht zur Seite, dann nach vorne, andere Seite, dann nach vorne. So, und dann haben wir dazu nochmal die drei Viecher. Drei Kanickel. Kanickel und Hamster, oder? Irgendwie sowas. Die drehen sich, gehen dann mit nach vorne, gehen mit zurück. Also die drehen sich in die gleiche Richtung wie der. Und bei uns tanzen die Schleime. Kann man machen. Kann man machen, habe ich kein Problem mit. Ist was anderes. Nicht nur umgeänderte Farben. Also habe ich kein Problem mit. So, verkaufen wir mal irgendwas. Was verkaufen wir denn hier? Komm, sagen wir mal das hier. Canciolo-Haft, 10 Gold. Okay. Okay, wir haben trotzdem oben das Gamigo-Zeichen. Das heißt, wenn wir ein Haus verkaufen, haben wir trotzdem Gamigo oben rumstehen. Das ist schön. Das ist doch schön. So, jetzt wissen wir, wie das Haus aussieht im Endeffekt. Und ich muss sagen, ich finde es gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es gut. Das ist nicht nur was... Klar, der Fino ist gleich, aber der Fino, das ist nur eine Sache. Die haben die Schleime umgeändert. Also dafür, dass man Häuser sonst eigentlich gar nicht bekommt so sehr, ich finde, das ist eine schöne Idee. Habe ich absolut kein Problem mit. Kann man machen. Tja, und dann würde ich mal sagen, war es das auch mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mal ein Like nach oben. Wenn nein, dann gebt ein Like nach unten. Aber bitte, kommentiert in den Kommentaren. Wieso, weshalb, warum. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.